Kurze Frage. Glaubst du, dass du alles über deinen Körper weißt? Bist du dir da ganz sicher? Wie sieht es mit dem Fakt aus, dass 25% der Knochen eines Erwachsenen in den Füßen stecken? Oder wusstest du, dass die Geschmacksknospen nicht die Beulen auf deiner Zunge sind? Also mach dich bereit, wir werden dir die Augen öffnen. Natürlich werden wir nicht an deinen Augen rumfummeln, wir machen hier auf der Sonnenseite keine Operationen. Könnte aber eine Idee für zukünftige Videos sein. Wie dem auch sei, jetzt kommen Körperfakten, die dich ganz schön verblüffen werden. Dein Magen kleidet sich alle 3 bis 4 Tage neu ein. Warum? Damit er sich nicht selbst verdaut. Dein Gehirn enthält mehr als 86 Milliarden Nervenzellen, die durch 100 Billionen Verbindungen vernetzt sind. Das ist viel mehr, als wir Sterne in unserer Milchstraße haben. Übrigens, wenn du all die vielen Nervenzellen in deinem Gehirn zählen wolltest, würdest du dafür etwa 3000 Jahre brauchen. Also fang lieber schon mal an. Deine Fingernägel wachsen schneller an deiner dominanten Hand. Das heißt, wenn du Rechtshänder bist, musst du die Nägel an dieser Hand öfter schneiden. Außerdem wachsen Fingernägel im Sommer und tagsüber schneller. Wenn dein Gehirn Nachrichten an verschiedene Körperteile sendet, reisen die Signale mit einer Geschwindigkeit von bis zu 430 Kilometer pro Stunde durch deine Nervenbahnen. Das ist viel schneller als ein Sportwagen. Wir Menschen verbringen mehr als 4 Jahre unseres Lebens mit Essen. Und zwar, weil die Bedienung im Restaurant so langsam ist. Spaß. Die schnellsten Muskeln in deinem Körper sind die, die deine Augen zum Blinzeln bringen. Sie ziehen sich in weniger als einer Hundertstelsekunde für einen Lidschlag zusammen. An einem Tag blinzelst du mehr als 15.000 Mal. Der Durchschnittsmensch verarbeitet in seinem Leben mehr als 450 Tonnen Essen. Das ist mehr als 7 Elefanten zusammenwiegen. Und wie isst man einen Elefanten? Richtig, Happen für Happen. Wenn jemand beschließen würde, die menschliche DNA abzuspulen, würde eine Strecke von mehr als 16 Milliarden Kilometer rauskommen. Und das ist 40.000 Mal mehr als die Entfernung zwischen Erde und Mond. Wenn du nicht an Schlaflosigkeit leidest, verbringst du wahrscheinlich etwa ein Drittel deines Lebens schlafend. Aber es gibt Lebewesen, die noch mehr schlafen. Hunde zum Beispiel verschlafen 44% ihres Lebens, eine Python sogar 75% ihrer Lebenszeit. An einem einzigen Tag legt das gesamte Blut in deinem Körper mehr als 19.000 Kilometer zurück. Das ist halb so lang wie die Strecke um die Erde. Dein Skelett erneuert sich innerhalb von 10 Jahren komplett. Und ja, alles ohne Operationen. Ein Erwachsener setzt für einen einzigen Schritt etwa 200 Muskeln ein. Da soll noch jemand sagen, ich würde nicht genug trainieren. Jede Minute wirft dein Körper mehr als 3000 Hautzellen ab. Das sind fast 200.000 Hautzellen pro Stunde und mehr als 4 Kilo pro Jahr. An diesen Abnehmplan hat auch noch niemand gedacht, oder? Aber keine Sorge, du hast immer noch etwa 300 Millionen Hautzellen, die sich erneuern. Übrigens erneuert sich deine Haut komplett alle 28 bis 30 Tage. Die Leber ist das einzige Organ im Menschen, das sich vollständig regenerieren kann. Schon 25% des ursprünglichen Lebergewichts reichen aus, um sie nachwachsen zu lassen. Hautzellen verursachen nicht nur unter deinem Bett eine Menge Staub, sondern auch in der Erdatmosphäre. Wenn jemand alle abgefallenen Hautzellen, die in der Luft schweben, einsammeln würde, würde dieser Staub bis zu 1 Milliarde Tonnen wiegen. Und das ist 150 Mal so viel wie das Gewicht der großen Pyramide. Wenn das mal kein Vergleich ist. Du kannst deine Geschmacksknospen mit bloßem Auge nicht sehen, weil sie so klein sind. Die kleinen Knubbel, die die meisten Menschen für Geschmacksknospen halten, werden Papillen genannt. Die Geschmacksknospen befinden sich oben auf diesen haarähnlichen Vorsätzen. Übrigens haben Geschmacksknospen einen sehr kurzen Lebenszyklus. Sie leben nicht länger als 10 bis 14 Tage. Das ist ein kurzer Vorgeschmack aufs Leben. Ein durchschnittlicher Mensch hat mehr als 100.000 Haare auf seinem Kopf. Und da diese Haare pro Jahr etwa 15 cm wachsen, können sie im Laufe eines Lebens ziemlich lang werden. Manche Menschen hören, wie sich ihre Augäpfel in den Augenhöhlen bewegen. Okay. Im Gegensatz zu anderen Körperteilen wachsen deine Ohren und deine Nase immer weiter.
Deine Haut wird faltig, wenn du lange im Wasser bist, aber nicht, weil sie Wasser aufnimmt. Wenn dein Körper nass ist, hast du wegen der faltigen Finger und Füße trotzdem noch einen guten Halt. Das ist so ähnlich wie bei deinen Autoreifen. Wenn sie neu sind, also das Profil ausgeprägter ist, haben sie eine bessere Bodenhaftung. Deine Augen sind ein erstaunliches Instrument. Sie können zwischen 10 Millionen Farben unterscheiden. Dein Gehirn verbraucht mehr als 20% der Energie deines Körpers, selbst wenn du dich ausruhst. Wenn du schläfst, verbraucht es immer noch fast so viel Energie wie im wachen Zustand. Und dabei verbrennt es etwa 330 Kalorien pro Tag. Etwa 25% aller Knochen eines Erwachsenen befinden sich, wie gesagt, in den Füßen. Ja, die meisten sind winzig, aber bedeutend. Denn wenn diese kleinen Knochen nicht richtig ausgerichtet sind, wirkt sich das auf den Rest des Körpers aus. Du machst am Tag etwa 20.000 Atemzüge. Versuch nicht, damit aufzuhören. Ich habe heute übrigens meinen persönlichen Rekord im Atmen an aufeinanderfolgenden Tagen aufgestellt. Und morgen werde ich ihn übertreffen. Menschliche Knochen sind ein echtes Paradoxon. Sie sind fast 5-mal stärker als ein Stahlstab von der gleichen Breite, können aber beim Aufprall brechen, weil sie ziemlich spröde sind. Deine Finger haben keine Muskeln. Die Muskeln, die die Fingergelenke bewegen, befinden sich im Unterarm und in der Handfläche. Dein Körper besteht aus mehr als 37 Billionen Zellen. Auf der Erde leben mehr als 7 Milliarden Menschen. Das bedeutet also, dass in deinem Körper 5000 Mal mehr Zellen existieren, als es Menschen auf der Erde gibt. Es hängt von deinem Lebensstil ab, wie viel du dich bewegst, aber der Durchschnittsmensch läuft in seinem Leben bis zu 180.000 Kilometer. Das ist halb so lang wie die Strecke von der Erde zum Mond oder mehr als 4 Runden um unseren Äquator. Wenn eine Person an Anosmie, auch Geruchsblindheit genannt, leidet, kann sie Gerüche nicht wahrnehmen und unterscheiden. Naja, eine gute Sache hat es ja. Du wirst durstig, wenn der Wasserverlust 1% deines Körpergewichts beträgt, mehr als 5% und du könntest in Ohnmacht fallen. Bei einem Wasserverlust von mehr als 10% des Körpergewichts kann die Dehydrierung das Ende bedeuten. Okay. Der stärkste Muskel deines Körpers, gemessen an seinem Gewicht, ist dein Kiefermuskel. Oh, das hört sich stark an, ja. Jeden Moment werden 50.000 Zellen in deinem Körper durch neue ersetzt. Das klingt nach einer Firma, für die ich früher mal gearbeitet habe. Am Ende seines Lebens kann sich der Durchschnittsmensch an bis zu 150 Billionen Informationen erinnern. Aber natürlich nicht, wo er seine Autoschlüssel hingelegt hat. Selbst wenn deine Fingerabdrücke stark beschädigt sind, wachsen sie mit ihrem ursprünglichen Muster nach. Dein stärkster Nieser kommt mit einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometer pro Stunde aus deinem Mund geschossen. Fast so schnell wie ein Fallschirmspringer im freien Fall. Der Durchschnittsmensch hat etwa 250 Haare in jeder Augenbraue. Diese Haare werden alle 4 Monate komplett ersetzt. Die Speicherkapazität deines Gehirns entspricht etwa 4 Terabyte auf einer Festplatte. Das sind mehr als 8 Millionen Fotos. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die von Natur aus auf dem Rücken schlafen können. Selbst Affen schlafen normalerweise im Sitzen, irgendwo angelehnt. Dein längster Knochen ist dein Oberschenkelknochen, nicht dein Musikantenknochen. Und der kleinste Knochen sitzt im Ohr. Der ist kleiner als ein Reiskorn. Das größte Organ deines Körpers ist deine Haut. Obwohl sie dünn ist, wiegt sie erstaunliche 4 bis 5 Kilo. Also so viel wie ein gesunder und wohlgenährter Stubentiger. Du glaubst, dein Schädel ist aus einem Stück? In Wirklichkeit setzt er sich aus 29 verschiedenen Knochen zusammen. Der einzige Teil deines Körpers, der sich nicht selbst heilen kann, sind deine Zähne. Ach, schade. Rechtshänder neigen dazu, ihr Essen hauptsächlich auf der rechten Seite zu kauen, während Linkshänder sich für die andere Seite entscheiden. Von allen Menschen, die ihre Ohren bewegen können, können 30% nur ein Ohr bewegen. Was für ein Talent. Jeder Mensch hat Grübchen am unteren Rücken, aber bei manchen sind sie ausgeprägter als bei anderen. Diese Grübchen entstehen an den Stellen, an denen das Becken mit dem Kreuzbein verbunden ist. Bei jedem, auch wenn man sie nicht sieht.
Deine rechte Lunge ist etwas kürzer als die linke, weil sie Platz für deine Leber lassen muss. Dafür ist die linke Lunge schmaler, weil die Platz für dein Herz machen muss. Übrigens kann die Lunge eines Mannes mehr Luft aufnehmen als die einer Frau. Interessanterweise verbrennst du mehr Kalorien, wenn du schläfst, als wenn du fernsiehst. Das sollte dir jetzt zu denken geben. Wenn du 60 wirst, hast du wahrscheinlich 50% deiner Geschmacksnerven verloren. Oh. Dein Haar wächst doppelt so schnell, wenn du mit dem Flugzeug reist. Das hat mit dem höheren Luftdruck zu tun. Die Muskeln, die deine Augen fokussieren lassen, machen etwa 100.000 Bewegungen pro Tag. Wenn du deine Beinmuskeln so viel bewegen wolltest, müsstest du 80 Kilometer laufen. Wenn du Musik hörst, fängt dein Herz an, im Takt der Musik zu schlagen. Und was passiert, wenn man Stroppo hört?